Slusia Hellau. Ich bin Axel Hübner, der Präsident des Schleusinger Karnevalsvereins SCC Slusia. Wir befinden uns hier heute in unserer Nahalla zur Auftaktveranstaltung unserer 32. Saison. Unser diesjähriges Motto ist Hellau zur Narrenfreud, große Stadt, 11.000 Leute. Das weiß ich, was Sie jetzt nicht drauf haben, das Wappen. Ich habe den aktuellen Pin hier schon auf der Jacke. Das ist der, der dies Jahr auch verteilt wird. Und den bekommt bei uns jeder, der aktiv, also von den Gästen, jeder Aktive auf der Bühne und natürlich jedes Vereinsmitglied bekommt den auch. Und der Bürgermeister. Ich bin die Cindy Zinn. Ich bin schon ganz lange hier in dem Verein. Ich tanze selbst noch. Ich trainiere die Girly Dancers und das Männerballett und bin mit im Vorstand. Programmmäßig ist heute vorgesehen, dass wir natürlich unser neues Programm zeigen, unsere neuen Tänze, unsere neuen Bütten. Und wir haben aber auch zwei Gastbeiträge, die kommen beide aus Weimar und sind, möchte ich sagen, die besten oder auf alle Fälle zwei der besten Thüringer Büttenredner, auch bekannt schon aus dem Fernsehen, früher als es die Sendung noch im MDR-Fernsehen gab. Und wir hoffen natürlich heute auch, zugesagt hat er es, auf unseren neuen Bürgermeister. Kämpften Mann gegen Mann, dass der Colt nur so schwirrt, nicht wie heute Kampfdrohne gegen Ziegenhirt. Die Weiber waren mit uns zufrieden, das erkannte man daran, dass sie beim Sex oft lauter schrien als beim Besuch von Zalando-Mann. Da denkt man schon, dass was nicht stimmt, wenn die Frauen schreien, wenn der Mann gerade kommt. Wir mussten nicht im Sitzen pissen, rauchten Marlboro im Saloon, haben ins Rindfleisch reingebissen, aßen auch mal Pferd und Huhn. Heute werden stattdessen Insekten konsumiert, wer's Glyphosat überlebt, wird als Delikatesse serviert. Ja, unsere Tanzgruppen, die trainieren das ganze Jahr, die machen nach dem Aschermittwoch machen die vielleicht 3 Wochen Pause, damit die Trainer ein bisschen Kraft sammeln können, das Neue zusammenschneiden können alles und dann fangen die schon nach 3 Wochen wieder mit einem neuen Training an, sind das ganze Jahr über am Trainieren, auch in den Sommerferien und ja, es gibt heute die komplett neuen Tänze. Also es ist ja unterschiedlich, ob man Garde oder Schautanz trainiert. Im Gardetanz, also ich trainiere Schautanz, aber im Gardetanz ist es so, dass man viel auch auf die Beweglichkeit geht, auf die Dehnfähigkeit, unter anderem, also allgemein beim Tanzen ganz viel Kraft und Körperspannung, Ausstrahlung ist bei beiden wichtig. Und im Schautanz ganz besonders auch Präsentation, das übe ich ganz viel mit den Kindern und halt, dass sie selbstbewusst tanzen. Und dann natürlich Choreografie, die muss sitzen, gleiches Tanzen. Und ganz vieles Verschiedenes. Also es betrifft eigentlich komplett auch den ganzen Körper. Das ist Ganzkörpertraining, ist ein Leistungssport. Ja, wir haben in jeder Altersgruppe, es gibt vom BDK her 3 verschiedene Altersgruppen. Das sind die Jugend, also die Kinder, die Junioren und die Ü15, sage ich mal. Und da haben wir jedes Mal 2 Tanzgruppen in jeder Altersgruppe. Das sind also 6 Tanzgruppen. Zusätzlich haben wir noch die
Erwachsenen, sage ich mal, also unsere Weiberleut und das Männerballett. Und als Solistin haben wir auch noch ein Mariechen. Ja, wir haben natürlich unsere Meertätscher so als Zwiegespräch und natürlich die traditionelle Übergabe des Geschenk, eines Geschenks von uns an den Bürgermeister. Also, sollte man was sagen? Ja. Wir zwei sind an SCC ein Jahr voraus. Wie meinst du das? Der SCC hat doch nächstes Jahr ein närrisches Jubiläum. So? Ach ja, 33 Jahre SCC. Also es gibt in jedem die Schautänze der Kinder, also des Kinderballetts, der ist komplett neu. Die haben auch einen dritten Platz gemacht bei den Thüringer Meisterschaften. Was jetzt natürlich kommt, das sollen sich die Leute hier angucken. Und ja, die Stimmung ist natürlich gut. Wir freuen uns. Wir haben natürlich auf den Tag heute hingefiebert und sind jetzt ganz erwartungsvoll, wie unsere Sachen denn überhaupt ankommen. Weil ich meine, wir selber haben beim Training unendlich viel Spaß. Aber ob wir das natürlich nachher rüberbringen können, das entscheidet sich dann heute. Also die Kostüme kommen teils aus eigener Kraft. Also wir nähen die teilweise selbst, weil Kostüme nähen lassen sehr, sehr teuer ist. Wir kaufen natürlich manches auch zu. Aber unsere Gardeuniformen, die müssen so passgenau sein, die lassen wir immer schneidern. Natürlich schon schöner geworden, vor allen Dingen auch von der Akustik her. Das hat sich doch deutlich bemerkbar gemacht. Also, und wir sind froh, dass wir diesen Saal wirklich noch nutzen dürfen. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass wir keine reguläre Trainingsstätte haben, weil unser ehemaliger alter Bürgermeister da ja einen Ratssaal reinlassen hat. Aber große Stadt Schleusingen, das ist schon ganz gut beschrieben. Nun können wir Suhl mal richtig beweisen. Okay, die füllen ihre Stadthalle mit Stars wie Silbereisen. Wir sind ziemlich zersplittet jetzt. Wir haben das große Glück, dass der ASV in Schleusingen uns da hilft und uns einen Raum zur Verfügung stellt, wobei das kein Holztanzboden ist. Also da kann man so Sachen wie Spagat und sowas nicht üben. Aber wir sind trotzdem sehr froh, dass wir da unsere Schautänze zum Teil trainieren können. Klause befreit ist die Gemeinde.
durch der Zeiten ewigen steten Schritt. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Brody in seiner Rente zog sich in seine Gefilde zurück. Von dort her sendet er schimpfend nur grimmige Schauer eisigen Zornes in Worten durch die Schleusinger Flur. Tut, als ob die Stadt nun verloren ist. Überall regt sich Ehrgeiz und Streben, sich in Klausens Sessel zu heben. Eine neue Zeit bricht nun für Schleusingen an. Ein Wandel, dem man sich nicht entziehen kann. Mad Hatcher, Aufschneider und Basebinder sind jetzt alle zusammen Schleusinger Kinder. Was lange währt, wird endlich gut, im Juli das Land verkünden tut. Erfurt hat damit erledigt, was der SCC seit Jahren predigt. Wir suchen immer Nachwuchs, Kinder und egal welchen Alters, wir suchen überall Nachwuchs. Wir brauchen immer helfende Hände und wir würden uns so freuen, wenn die ganzen Schleusinger unseren Karneval besuchen und natürlich auch die neuen Ortschaften, in Anführungszeichen neuen Ortschaften, dass die uns einfach mit unterstützen, denn es ist einfach was Schönes, eine Tradition zu pflegen und auch die Leute für ihr Engagement zu ehren sozusagen, weil es steckt viel, viel Arbeit dahinter. Das geht.